Auf der einen Seite ist es natürlich eine ganz, ganz krasse Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es eine so große Gefahr. Das können wir jetzt noch nicht verstehen. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Facebook ändert den Namen in... Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. So, ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Hochwischen, teilen, richtig geil, richtig geil. Und das ist die Zukunft, meine Freunde. Ob wir es mögen oder nicht mögen, ist völlig irrelevant, weil so wird es passieren. Ich habe auf Twitter, folgt mir unbedingt auch auf Twitter, da habe ich einfach jetzt mal hier draufklicken oder hochwischen, was auch immer Instagram gerade macht. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitter, da habe ich nämlich ein Interview von Bill, wir kennen ihn alle, gesehen bei einer Talkshow, wie die übers Internet gesprochen haben. Das war 1990. Und der Sprecher so, was ist denn das da? Was kann man denn da machen? Und gar nicht verstanden. Und es ist eigentlich genau das Gleiche wie mit Krypto heutzutage. Es ist genau das Gleiche. Guckt das auf Twitter an, ist echt interessant. Und ich habe ja gesagt, ich beantworte mindestens 10 Fragen. Ich glaube, 3, 4 habe ich schon. Ja, jetzt gucke ich mal rein. Kann man die Nahrungsergänzung auch in Kapseln füllen? Ja, könnt ihr auf jeden Fall machen. Also auch zum Beispiel das Multivitamin. Das mögen einige auch nicht. Ihr könnt euch auch Leerkapseln holen und dann mit so einem Gerät das da reinmachen. Kein Problem. Geht. Ja, jetzt habe ich natürlich 20 oder 30 Fragen. In welchen Coin jetzt im Metaverse investieren? Ich sage es im Video. Gar nicht. Okay, Wissen ansammeln für den nächsten Bullrun. Wissen ansammeln, das ist das Wichtigste. So viele Fragen darüber. Ja, ich habe im Video auch gesagt, ich bin in Decentraland investiert, schon lange, schon seit fast einem Jahr. Und hier, ich habe den Zug verpasst. Es hat alles noch gar nicht angefangen. Kann man auch ohne Lebenspartner glücklich sein? Immer wenn die Frage kommt, kann man, muss man sich fragen, ist ein Mensch auf der Welt auch ohne Lebenspartner glücklich? Die Antwort ist ja. Also kann man es. Es gibt hunderttausende Menschen, die sagen, ey, ich bin lieber allein, ich habe keinen Bock mit irgendjemand. So das denken die und die sind dann glücklich. Es kommt immer darauf an, was sage ich mir. Also ja, natürlich kann man auch ohne Partner glücklich sein, klar. Was denke ich über Shiba? Ich habe extra ein Video dazu gemacht. Ja, guckt es an. Da habe ich alles erklärt. Also ich würde jetzt nicht in Shiba investieren. Jetzt, wo die auf Platz 9 sind. Letzte Frage. Ich habe, glaube ich, schon 10. Wie stehe ich aktuell zu Cardano? Wenn es mal eine Woche nicht hochgeht, dann sind alle schon nervös. Ich bin nach wie vor bullish und es wird bald richtig abgehen. Die anderen Fragen sind die gleichen wie immer, meine Freunde, und zwar Great Reset, Benzinpreise, Inflation. Habt ihr mal auf die Benzinpreise geguckt? Habt ihr mal geguckt, was die Heizkosten, wie die Rechnungen steigen im nächsten, also in diesem Winter? Zum Teil gehen sie doppelt so hoch. Also dann Great Reset, wie wird das denn alles sein? Sie wollen die Wirtschaft platt machen, dann mit künstlicher Intelligenz, keiner wird mehr Jobs haben. So, weil alles mit künstlicher Intelligenz und Computern und Robotern ersetzt werden kann. Und dann ist der Mensch praktisch nicht mehr, den brauchst du nicht mehr, also in großen Teilen. Und dann sagen sie, ja, sorry, Mensch halt ein bisschen unnötig, deswegen geben wir euch jetzt allen ein Grundeinkommen. Und dann ist man richtig im Arsch, weil dann muss man alles machen, was sie sagen. Und da kommt man dann nicht mehr raus. So, das ist die Kurzfassung von dem, was alles jetzt passiert und dazu habt ihr halt viele Fragen gefragt. Und nach wie vor, ich weiß nicht, was da draußen noch passieren muss.
dass wirklich jeder sagt, ich muss mich abkoppeln vom System, ich muss mein eigenes Ding unabhängig von denen aufbauen. Was ja jeder kann. Jeder. So, was soll noch passieren? Ich meine, sollen die Preise von diesen Tests noch auf 500 Euro hochgehen? Sollen... Was muss noch passieren? So, der einzige Weg, wie man da rauskommt und wie man nicht in diesem Great Reset landet, ist, dass man sich abkoppelt von denen. Und das kann man heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir da draußen eigentlich haben, mit dem Internet, so gut und einfach machen. Und jeder kann es schaffen. Das ist das, was mich so verzweifeln lässt, weil ich weiß, jeder kann es schaffen. Alles im Matrix-Prinzip erklärt.